So, guten Morgen, willkommen zu einem kleinen Infovideo. Haben wir gedacht, ich mach mal eins, weil ich es kann. Und wie man schon an der tollen Auflösung sieht, befinde ich mich wieder auf meinem Laptop. Ja, die geballten 1360x768 Auflösung. Ja, es ist grauenhaft, es ist grauenhaft. Und ich habe da schon mal was vorbereitet. Es ruckelt leicht, weil ich noch irgendwas anderes mache. Und zwar zu meinen Let's Plays. Ja, ich habe hier eine schon etwas längere Liste. So sage ich jetzt einfach mal wegen was, weil ich es kann, weil ich so toll bin. Fangen wir bei die Siedler, ja. Das Projekt dauert noch ein bisschen, wie sich vielleicht der eine oder andere vorstellen kann. Wow, und es ist gerade ewig langsam, finde ich voll spektakulär. Mein Laptop kann nichts. Dazu komme ich dann später. Ja, also ich habe noch ein paar Gastkombinatoren eingeladen. Plexi will auf jeden Fall irgendwann mal kommen. Ich habe auch mal nachgeschaut, laut der Einladung ist es inzwischen nur ein Jahr her, dass ich ihn eingeladen habe und er zugesagt hat. Gut, ich habe schon 2012 damit angefangen. Ja, ist so gut wie fertig. Ne? Guck mal, den Konga, die wären Sanja. Da bin ich jetzt gerade mit der GI-Kampagne fast fertig. Ja, Nord und so, das wird auch noch ein bisschen dauern. Ja, ich denke, dieses Jahr will ich es noch abschließen. Vor allem, warum steht er angefangen? 2011. Ja, ich spiele das schon bald 2 Jahre, das Spiel. Ich glaube, da ist irgendwas total falsch. Die nächsten Folgen von Siedler und auch von Alarmstufe Rot, Tiberian Sun und Code Zero auch, werden vermutlich hier kommen, weil ab da habe ich wieder Ferien, 2 Wochen ab der Woche. Ja, das heißt weiter. Da nähere ich mich ja schon dem Ende, würde ich fast mal sagen. Auch wenn es irgendwie wahrscheinlich kein Schwein guckt. Was? Kenn ich gar nicht. Voll scheiße. Geh nach Hause. Ganz lustig, wie ich finde. Also gut, wobei, ja, taktisch ist das jetzt nicht so megamäßig. Naja. SimCity 3000, ja. Das ist das Einzige, was ich problemfrei auf meinem Laptop aufnehmen kann. Ohne, dass mein Laptop in die Knie geht oder es gar nicht läuft, weil zu alt. Jetzt möchte ich auch gleich sagen, nein, ich werde nicht das neue SimCity Let's Play. Dazu habe ich gar nicht die Leistung auf meinem Laptop. Hätte natürlich niemand auf mir einen neuen zu kaufen, ne? Da habe ich auch noch gar nicht so viele Folgen. Ich muss mal ein neues Spiel suchen, das auf meinem Laptop läuft. Gibt so viele. Und die sich problemlos aufnehmen lassen. So ungefähr 3. Und 2 laufen unter 64-Bit wahrscheinlich nicht. So, Hurricane, ja, da habe ich erst irgendwas Neues hochgeladen letztens. Da muss ich, glaube ich, das habe ich wirklich schon 2011 angefangen. Da muss ich mal wegen aufnehmen. Irgendwann demnächst mal. Bin ja fast durch nach 3 Level und brauche irgendwie 9 oder so. Passt schon. Open Arena, ja, da habe ich auch was aufgenommen. Part 3, der wird erst kommen, wenn ich Ferien habe. Der geht so 2,5 Stunden und ist 22 GB groß. Ich hatte richtig viel Spaß in der ersten Welt. Und zwar nur, also ersten Level technisch, im ersten Tier, erstes Level. Sehr viel Spaß. Nur dort hatte ich Spaß. 2,5 Stunden lang. Ganz toll. Ja, der wird, wie gesagt, in den Ferien kommen. Kann nicht so lange dauern, um hochzuladen. Nur irgendwie 3 Tage oder so, werde ich dafür wahrscheinlich brauchen. Am Stück, versteht sich. So, 1240. Ja, was mir wieder gefragt hat, wir müssen voll Spaß, die Alter, voll scheiße. Da habe ich mit DOSBox leichte Probleme, performancemäßig. Deswegen bastle ich gerade so ein VMware-technisch irgendwas, also Virtualisierungslösung, vielleicht geht das ja besser. Hat schon mal ganz gut bei Dings funktioniert, Cossacks. Bei 1840 muss ich aber, glaube ich, das Programm dafür wechseln, weil irgendwie funktioniert das mit VirtualBox nicht so richtig auf Windows 98. Wobei Windows 98 auf VirtualBox sowieso so ein Krampf ist, wie ich finde. Ja, und auf DOSBox, ich weiß nicht warum, auch mit der älteren Version, wo es früher immer flüssig lief, ruckelt es jetzt nur noch. Ich habe keine Ahnung warum. Aber da geht es auch irgendwann mal weiter. Ist er so gut wie durch, also. Habe ich wirklich mit den Ux angefangen? Ja, richtig. Turok 2, da habe ich, glaube ich, noch ein paar Folgen. Dann muss ich mal wieder was Neues aufnehmen. Doch, glaube schon 3, 4 Folgen habe ich, glaube ich, noch. Und dann muss ich da was Neues aufnehmen, wie gesagt.
Ich kann es gar nicht oft genug sagen, dass ich noch was Neues aufnehmen muss bei Turok 2. Ich muss übrigens was Neues aufnehmen. Mal gucken. Ja, ich denke, bei späteren Fällen habe ich dazu wieder Zeit, auch wenn ich dafür eigentlich im Prinzip theoretisch für die Prüfung lernen müsste, aber mit Lernen kann ja jeder eine Prüfung bestehen, ist ja langweilig. Super Mario Bros. 3, ja, da bin ich inzwischen in Welt 7, habe auch nur eine Aufnahme, die geht nicht ganz so lang, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Will ich vielleicht dieses Wochenende noch durchspielen, mal gucken, wie ich Zeit habe. Schön, wie ich nach zwei Videos bereits in Welt 6 bin und dann ewig hängen. Ja. Ich sollte vorher nicht mit Dämon chatten, das zieht meinen Skill voll runter. So, Stalker habe ich gerade angefangen, habe ich auch schon einiges aufgenommen bis irgendwie Folge 14, keine Ahnung. Folge 3 wird voraussichtlich dieses Wochenende erscheinen. Bitte das Video-Upload-Datum beachten und so, ne? Video Teil 3 ist dabei bisher die größte Datei geworden mit knapp 5,4 GB, das heißt, es wird auch wieder ein bisschen dauern, bis ich das hochgeladen habe. Aber immer noch deutlich weniger als bei Open Arena. Deutlich weniger. Also, das kann man gar nicht beziffern, wie viel kürzer. Wird auf jeden Fall richtig schön groß. Ist aber auch ein gutes Spiel, wie ich finde, also so insgesamt. Nicht dieses enge Korridor, du läufst jetzt einfach nur geradeaus und wenn du zurückgehst, ist die Tür zu. Die Holztür. Kriegst du auch nicht mehr auf. Auch nicht mit dem Raketenwerfer, nein. Ja. Zu viel dazu, gerade gestartet, was soll man dazu sagen? Diablo, gibt es technische Probleme mit dem Netzwerk-Dingens. Hamachi funktioniert, warum auch immer, nicht mehr. Das hat am Anfang so, naja, funktioniert, dann irgendwie so nicht mehr so wirklich, aber noch ein bisschen und jetzt gar nicht mehr. Deswegen kommt da auch in längere Zeit schon nichts mehr Neues. Vielleicht geht's ja irgendwann wieder. Hoffentlich nicht. Dann geht's da auch mal weiter. Oder auch nicht. Ja, Rune will ich irgendwann demnächst vielleicht auch mal durchspielen mit Delfino. Irgendwann, demnächst. Fertiggestellt am nächstes Jahr. Jawohl, passt. 2014 wird's fertig. Sehr gut. Naja, gut, ich meine, ein paar Levels gibt's noch, die wir da durchlaufen müssen. Ich meine, uns durchkämpfen müssen mit taktischen Gefechten. Ja, so überhaupt nicht. Princess Maker 2, ja. Plexi, Plexi, komm jetzt auf Plexi. Ach ja, richtig wegen Siedler. Nein. Xenexi, oder wie auch immer man ihn aussprechen soll, hat noch bis Ende März jetzt Zeit, endlich mal alles hochzuladen, was ich wahrscheinlich vergebens drauf warte. Dann werde ich Teil 7 hochladen und er darf seine schöne Bestrafung entgegennehmen. Ich bin ja dafür, dass ich dabei zuschauen darf, weil das wird bestimmt lustig. Ich habe so ein schönes Spiel für ihn ausgesucht. Also nicht Forsaken oder so, nein, ich war ein bisschen fair. Wobei, nein, nicht wirklich. Er wird eine halbe Stunde vermutlich in der ersten Mission hängen und dann ja, ist die Zeit um. Das Spiel übrigens, das glaube ich auf meiner Projektliste steht. Dazu komme ich dann gleich noch. Wird bestimmt lustig. Da will ich auf jeden Fall zuschauen, ohne geht es gar nicht. Ist Crash It, sehr schön. Das habe ich abgeschossen, aber egal. Ich habe übrigens hier so Projektliste und FAQ. Also, weil mich immer wieder Leute nachfragen. Genauso wie mich Leute immer wieder fragen, wie funktioniert denn das? Für meine Downloads, die diversen, wo ich dann anbiete, irgendwelche Mods und so, wo dann teilweise selbst erklären, beziehungsweise auf der Seite beschrieben sind, Leute, Text kann man lesen. Ihr müsst auch meine Antworten lesen. Könnt auch gleich die Seite lesen. Oder natürlich meine Amazon-Wunschliste, wo man sich meinen günstigen 4.100-Euro-Rechner für mich kaufen kann. Also ganz günstig. So, ja, hier ist das Fuck. Fuck. Und wie ich rendere und so. Das fragt mir ehrlich gesagt kein Schwein. Ja, hier mein Laptop, wie man sieht, Höchstleistung. Ich könnte euch hinschreiben, wie schnell der ist, also überhaupt nicht. Und ich habe meine Grafikkarte übrigens wieder. Wird auch Zeit. Mein Factory hat sich da ein bisschen viel Zeit gelassen. Das ist nicht schön, nicht schön. Ja, bla bla bla. Ja, man kann mir immer noch Spiele vorschlagen. Die kommen dann auf meine Projektliste. Ich würde aber nicht damit rechnen, dass ich die dann in nächster Zeit Let's Play. Man sieht hier die laufenden Projekte.
Und dann die nächsten geplanten Projekte. Also Command & Conquer Dividend Sun soll dann nahtlos durch Alarmstufe 2, Generäle, Tiberium Wars, Alarmstufe 3. Also das war das Letzte, was ich wirklich gespielt habe. Danach wird es komplett blind. Und ehrlich gesagt, also beziehungsweise ich kenne halt so kurz Videos oder so. Wirklich interessiert hat mich das nicht mehr so wirklich. Ich habe, glaube ich, jetzt oft das Wort wirklich benutzt. Das zweite Projekt, Cold Zero's Last Stand, will ich dann durch Spellforce 1 ersetzen. Natürlich die Platinum Edition mit beiden Add-ons und so weiter. Spellforce 2 soll dann nachkommen. Habe ich persönlich noch nicht gespielt. Wird bestimmt lustig. Also natürlich in der Gold Edition. Nee, in der Helden Edition. Gold, Helden. Da, wo es keinen Kopierschutz mehr gibt, weil Starforce installiere ich mir nicht. Drittes Projekt, das ist momentan, da steht noch Halo 1, sehr gut. Meine Liste ist top aktuell, wie man sieht. Sehe ich jetzt, dass es auch steht. Ja, auf jeden Fall, da kommt gerade Stalker danach, vielleicht Halo 2, mal gucken. Dann hätte ich noch Call of Duty 1 und 2 im Angebot. Man muss ja auch irgendwann mal schlechte Spiele spielen. Gott, so, jetzt hat Dämon was, worüber sich aufregen kann. Das vierte Projekt, Super Mario Bros. Ja. Wird danach vermutlich durch Renegade ersetzt. Dachte, dass er ja auch schon ein paar Mal gewünscht wurde. Siedler 2 kommt erst nach Siedler 1. Läuft problemlos, müsste ich auch fast mal ändern. Ja, Siedler 3, 4 ist auch noch geplant. Was noch? Turok 2 wird danach durch Turok 1 ersetzt. Ergibt Sinn. Ich spiele immer erst den zweiten Teil, dann den ersten. Danach auch noch Turok 3. Wobei der scheiße ist, da gibt es Fallschaden. Ich habe noch mal kurz angespielt, voll der Rotz. Vollschaden geht ja mal gar nicht. Ja, Earthzone 140 wird überraschenderweise durch Earthzone 150 ersetzt. Das ich persönlich schon gespielt habe. Ziemlich viel sogar. Skirmish-Matches stundenlang, nur um alles zu erforschen. Immer wieder. Sowas mag ich. Ja, Amiga-Projekt, wenn irgendwann mal Siedler 1 durch ist. Siedler 1 durch, der war gut, ne? Ja, ich weiß. Bin Scherzkeks. Ein Fass voller Lachen. Vor allem mein Fass. Ja, Amberstar, ein deutsches Rollenspiel aus dem Jahre 80 irgendwas. Also schon ein bisschen älter. Das ist so eins dieser Hardcore-Rollenspiele, wo du gesagt hast, das ist eine Aufgabe. Jetzt findet man selbst raus, wie du die löst. Ja, man sieht hier schon Fragezeichen. Ganz toll viel Fragezeichen. Habe ich da oben noch was erwähnt? Ach ja, richtig, nach Siedler 2 kommt dann Siedler 3 und 4. So, um es mal spontan noch zu erwähnen. Da weiß ich nicht, was ich machen will. Vielleicht Patrizia, wenn es endlich mal problemlos läuft. Da habe ich auch so ein paar Probleme. Amber Moon ist der Nachfolger von Amberstar. Vielleicht kennt ihr den jemand. Der kam Anfang 90 heraus. Und will ich jetzt nicht direkt nach Amberstar spielen, weil es sind etwas längere und anspruchsvollere Spiele. Ich weiß, wovon ich rede. So, ein Nebenprojekt, ja, wenn ich irgendwann mal eins von denen abgeschlossen habe, wahrscheinlich Hurricane, wird es dann vermutlich durch UFO Alien Invasion, ja, ersetzt. Ein Open Source Variante, Fan-Projekt, sag ich besser mal, von UFO Enemy Unknown, also einem ganz alten UFO, nicht dem neuen, schon ein bisschen älter, basiert noch auf der Quake 2 Engine. Weil die Quake 3 Engine damals noch nicht verfügbar war oder so, oder keine Ahnung. Anderes Spiel, das ich möglicherweise auch nach Hurricane spiele. Nein, unwahrscheinlich. Ich habe wahrscheinlich erst Open Arena durch und spiele es danach. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Takaris, Tributo Manfred Trends. Das müsste, glaube ich, wenn ich mich jetzt gar nicht täusche, um selten sein wie Hurricane. Ist natürlich auch wieder total einfach. Ich spiele ja nur einfache Spiele. Ist total Noobs-Scheiße. Ja. Das sind so die kurzfristigen Projekte, die geplant sind. Ich heule gleich. Ja, und dann kommen weitere geplante Projekte. Battle for Westnod, das ist auch ein sehr schönes rundbasiertes Strategiespiel. Da muss man wirklich taktisch denken, also genau das Richtige für mich, für den Übertaktiker schlechthin. Ich werde so failen in den Kampagnen. Davon gibt es nicht gerade wenige in dem Spiel, die sind nicht gerade kurz. Schwein, müsste ich mal wieder aufnehmen. Habe ich mit meinem neuen Rechner, wollte ich jetzt sagen. Ja, ich habe einen neuen Rechner. Ich habe eine neue CPU, eine neue Grafikkarte reingesteckt, das neue Rechner. Ja. Das Board ist immer noch von 2006. Dann diverse kleinere Spiele. RPG-Maker-Spiele. Da müssen auch, glaube ich, noch ein paar drauf.
Emperor Schlacht um Dune, das ist der Nachfolger von Dune 2000 praktisch, der die Geschichte weitererzählt, die auch noch spielen. Waffen mit Fluch 2.5, das habe ich auch schon mal gespielt, sehr gut. Manic Manson, oh Gott, das kann ich gar nicht mehr. Gut, ich spiele die Deluxe Edition, da muss man nicht so viel, das ist. Dark Reign, habe ich mir extra bei Amazon. Nee, habe ich das bei Amazon? Keine Ahnung, irgendwo gekauft. Für 5 Euro, glaube ich, beide Teile. Klang interessant, habe ich es mal mitgenommen. Dann noch diverse andere, sehr, ja, also man kennt schon, sehr anspruchsvolle Spiele. Anno 1602 auf jeden Fall, den ersten Teil, die Nachfolger weiß ich noch nicht. Gothic-Reihe, da habe ich, glaube ich, Probleme mit den Videos im ersten Teil. Doch, Star Trek New Worlds, ja, Star Trek muss ich auch mal spielen, geht einfach. Das habe ich nie durchgespielt, das Spiel. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Missionen ewig dauern. Kanon von Dampfmaschinen und Magie auf jeden Fall mit Dingsbums, Community Patch, geniales Spiel. Fallout 1 und 2 natürlich auf böse, warum auch nicht. Silverfall, ganz nett. Das ist eines der wenigen Schlag alles tot Spiele, die ich jemals gespielt habe und nicht total scheiße fand. Genome Cold Blood, das ist irgendwelche Scheiße, der Finio gespielt wird, das wird eh ignoriert. Das habe ich bloß auf ihn zu verarschen draufgesetzt. Albion, der inoffizielle Nachfolger von Amberstar und Ambermoon. StarCraft, natürlich. Zweiten Teil weiß ich noch nicht. Ich bin schon froh, wenn ich den ersten, glaube ich, durchspiele. Warcraft 1 bis 3. Vor allem den dritten Teil habe ich als äußerst schwer in Erinnerung, beziehungsweise den ersten und zweiten Teil ist nicht komplett blind. Ich habe die ersten Missionen mal angespielt irgendwann mal und hatte allerdings keine Zeit, um weiter zu spielen und deswegen, ja. Hab keine Ahnung mehr. Ach, es ist alles das gleiche. Empire Earth 1 auf jeden Fall, so das andere Spiel. Ignorieren wir mal, das ist auf dem Delfino, glaube ich, oder? Nicole? Doch, glaub schon, keine Ahnung. Empire Earth 1 mit Edo natürlich. Sehr gutes Spiel, wie ich finde. Also der erste Teil, den zweiten Teil habe ich nie gespielt. Der dritte Teil ist total scheiße. Ich kaufe so den ersten, der ist gut. Akron, das war, glaube ich, auch so ein kleines Indie-Spiel, wo man die Zeit manipulieren kann mit Echtzeit-Strategie-Spiel technisch. Ja, war eine tolle Erklärung. Sucht so einfach bei Google, ihr Schweine. Das Schwarze Auge, die Nordland-Trilogie, ja. Damit ist nicht Dingsbums gemeint. Boah, wie heißt es denn jetzt? Ja, der vierte Teil da, dieser boah, Dragensang. Also, das sind die ersten drei Teile. Die habe ich den ersten Teil mal kurz angespielt. Die sollen, so wie ich gelesen habe, knüppelschwer sein. Da freue ich mich. Nicht. Das wären auch wieder so Mega-Projekte, wo ich irgendwie total verfailen werde. Wo ich im Failen werde und ja, total übel wird es werden. Vor allem dauern die auch noch ewig lang. Das sind auch wieder so alte Hardcore-Rollenspiele, wo es irgendwie so gar nichts gibt, so heißt, du schreibst alles auf oder du bist irgendwann absolut verloren, hast keinen Plan mehr, was du machen musst. War Soldiers, oh, qualitativ hochwertiges Spiel, so gar nicht. Das ist dann so einzureihen wie Dingsbums, wie heißt Terrorist Conflict oder so ähnlich. Das, wo ich mit Dämon Let's Play habe, dieses total schlechte Spiel, egal. Duke Nukem-Reihe, ja. Damit meine ich die komplette Reihe, auch den ersten und zweiten Teil, den wahrscheinlich kein Schwein kennt. Neuen Teil weiß ich nicht, ob ich es antun will. Grand Theft Auto, natürlich. Ab dem ersten Teil alles durch, das muss einfach sein. Teilweise auch blind, weil ich nicht alle Teile gespielt habe. Dritte Teil ist immer noch der beste. Auch weil er allein schon, weil er nicht so viel Kopierschutzmaßnahmen hat wie der vierte, den ich nie gespielt habe, deswegen. System Shock 1 und 2, ja gut, die wollte ich auch schon länger mal spielen. Ich habe ewig viel angespielt, aber nie durchgespielt. Mal so kurz angespielt, ja, toll, kann man mal spielen und dann irgendwie, ja, keine Zeit. Ja, Stalin Subway, Terrorist Takedown, das war's. Operation Wolfsburg, Big Rigs aus Road Racing, das ist lauter so Trash-Müll, also das kauft man sich am besten nicht. Warhammer 40.000, also zumindest den ersten Teil, inklusive aller Erweiterungen, habe ich auch hier, also nicht hier, sondern daheim, aber egal. Act of War, schönes Strategiespiel, kann man mal so zwischendurch spielen. Battlefield 19, oh, Battlefield 1942, die Kampagne auf und möglich, beide Seiten versteht sich. Habe ich schon mal durchgespielt, hat ewig gedauert. Vor allem im Original ist es höllenschwer, weil die Gegner da auch noch die Bots richtig mit Bomben umgehen kann. Im Gegensatz zu so Mods wie Desert Combat, wo sie das nie so wirklich können.
So, Testreif-Reihe, ja. Wer die Testreif-Reihe kennt, der weiß, wie viele Teile das sind. Civilization-Reihe, ja. Sind auch ein paar. Mal gucken, wie ich da anfange. Ich habe das ewig nichts mehr wirklich gespielt. Aber der erste Teil war cool. Rollercoaster Tycoon, yeah. Ja, dazu muss man nichts sagen. Red Faction, keine Ahnung, sagt mir irgendwie gar nichts. Soll ich mal blind noch dazu schreiben? Die Ultima-Reihe, ja, das ist auch was, was ich mal angespielt habe und mal spielen wollte. Das sind irgendwie auch nur 9 Teile plus 2 Underworld-Teile oder irgendwie so. Ja. Also praktisch schon durchgespielt. Blood Extra Crispy, ja, ich glaube, da freut sich wieder Dämon. Ich wieder unglaublich oft sterbe. Die Quake-Reihe auf Nightmare, jawohl. Da fällt auch. Quake 3 drunter auf Nightmare. Hey, toll, nachdem ich Open Arena dann irgendwann mal durch habe, darf ich dann. Och, leck mich. Far Cry 1 lässt sich übrigens aufnehmen. Habe ich schon mal getestet so. Auf realistisch. Lässt sie dann in der 64-Bit-Version aufnehmen sogar. Freue ich mich. Dass mein Rechner das gerade nur so schafft. Allerdings nur mit zweifacher statt achtfacher Kannenglättung. Ja. Aufnehmen frisst so viel Leistung, ist pervers. 4, 1 und 2. Hey. Muss ich jetzt wohl nicht so sagen. Gut. Also da schon mal gespielt. Ich fand es jetzt nicht irgendwie gruselig. Also von daher. Naja. Ich spiele halt mal. Ne? Hexenreihe, ja. Das habe ich auch mal irgendwann angefangen und nicht sonderlich weit gespielt. Ich muss dazu sagen, ich habe das glaube ich auf Konsole gespielt. Das ist grauenhaft. Es gibt nicht viele Shooter, die man auf Konsolen spielen kann. Turok 2 ist glaube ich eines der besseren noch. Und natürlich GoldenEye, aber das ist eh Kult. Call of Duty-Reihe, ja. Dazu habe ich oben schon was gesagt. Das war nicht die neueren Spiele, weiß ich nicht. Kann kaum schwerer sein als die alten noch wieder ran. Need for Speed-Reihe. Wow, schön, dass ihr einfach nur noch Reihe hinschreibt. Das erhöht natürlich die Spielzeit ungemein. Dark Mysterio of Might and Magic, gutes Spiel, ich finde. Kann man mal so zwischendurch spielen. Heroes of Might and Magic Reihe. Reihe, ich liebe es. Siege of Avalon. Geniales Spiel, also zumindest mit Community Patch. Wirklich genial, wie ich finde. Ohne ein bisschen verbuggt. Da habe ich allerdings Probleme mit dem Aufnehmen. Da steht's, hey, lustig. Da wird irgendwie gar nichts aufgenommen. Beziehungsweise total scheiße mit. Dungeon Siege-Reihe, ja, den zweiten Teil kenne ich, inklusive Addon, wo ich das Addon leicht bescheiden fand. Den ersten Teil kenne ich nicht, den dritten Teil auch nicht, wobei der dritte Teil leicht bescheiden sein soll. Ich kenne eine Tendenz in dieser Reihe. Mass Effect-Reihe, ja, habe ich schon mal gespielt. Wahnsinn, ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Es gibt so ein paar Stellen, im zweiten und dritten Teil, die sind heftig und. Ersten Teil nervt irgendwann nur noch dieses, oh, sie sind diese einen Fähigkeit nahezu unbesiegbar und man steht halt eine halbe Stunde um sie rum und ballert mit Schrotflinten in sie rein. Das ist nicht schwer, sondern einfach nur nervig. Gut, ich werde wahrscheinlich bei der Aufnahme wieder 20.000 Mal sterben. Nur um zu beweisen, wie scheiße schwer es ist. The Witcher, ja. Das ist völlig anders ausgesprochen, das Basti. Ja, den ersten Teil kenne ich schon gespielt, ja, ist gut. Zweiten Teil hier noch nicht, da wird meine Grafikkarte wahrscheinlich wieder sagen, das läuft nicht auf Maximum. So, Anti-War. Schönes kleines Spiel. Können wir mal zwischendurch spielen. Axe Fatalis. Das hat sich Delfini auch gewünscht. Darf ich nicht spielen? Nee, das geht gar nicht. Das habe ich auch nur mal angespielt. Gibt's auch, glaube ich, einen inoffiziellen Patch. Finde ich schön. Baldur's Gate-Reihe. Ja. Kann sich nur um 5000 Folgen handeln. Glaubt es. Na gut, es ist kein einzelnes Spiel. Sonst würde ich sagen, das einzige Spiel, von dem ich erwarte, dass es mehr. Folgen als Siedler 1 hat, aber da es ja mehrere Teile sind, eh unwahrscheinlich. Conquest Frontier Wars habe ich nie durchgespielt, wird mal Zeit. Dream Killer ist von denselben Machern wie Painkiller, wenn ich mich richtig erinnere, nur ein bisschen anders. Freeding, oh, da habe ich gelacht beim ersten Mal. Ein wunderschönes Spiel. Stellenweise ein bisschen knifflig, aber genial gemacht. Marathon-Reihe, ja, das war ein Shooter von den, Halo-Machern von Banshee hießen die, oder? Keine Ahnung. Kenn mich doch da nicht aus. Hab Halo nie gespielt. Hab auch kein Let's Play davon gemacht. Vom ersten Teil schon gar nicht. Hab ich auch noch nie gespielt. Soll aber gar nicht schlecht sein für die Damenwelt. Projekt Nomad Scooter, so habe ich Battles gemacht. Das ist jetzt nicht so schwer. Outcast soll richtig gut sein. Lässt sich leider irgendwie nicht starten. Ich habe keine Ahnung warum. Resident Evil 4 habe ich schon mal durchgespielt. Allerdings auf Konsole. Richtig, richtig gut.
Also Resident Evil 4 war das erste, das mir gefallen hat. Liegt vielleicht auch daran, dass ich an dieser komischen Ansicht und der Kacksteuerung von den Vorgängern. Versuchen wir es mal so, ne? Nicht so wirklich was mit anfangen kann. Ich mag so Gameplay-Steuerung bei so einem Spiel überhaupt nicht. Ja, Serious Sam HD-Reihe habe ich zwar immer mal wieder angespielt, aber nie wirklich gespielt. Ich kenne das Grundsystem. Also die Grundlagen habe ich verstanden. Bleibt noch der Rest dieses komplexen Gebildes, das aus so viel mehr besteht als nur Schießen und Schießen und noch mehr Schießen und noch viel mehr Schießen. Ja, es besteht zum Beispiel noch aus ganz doll viel Schießen. Supreme Commander 1 habe ich noch nie, habe ich mal kurz angespielt. Ich habe so viel mal kurz angespielt. Kommt auf jeden Fall auch noch dran. Gefällt aber, habe ich auch mal gebattelt. Mittelfinio, guckt mal rein. Irgendwo in den Battles. Tony Pro Skater Reihe will ich mal irgendwann machen. Da weiß ich eigentlich noch nicht, wie ich das mache, weil da ist sehr viel Musik drin, wo dann YouTube sagen würde: Alter, ey, bleib mal gesperrt und es fick dich und verpiss dich. Beziehungsweise die einzelnen Firmen werden das sagen. Da ist richtig viel Musik und ohne Musik, mal gucken. Weiß nicht, ohne Musik, Tony Hawk, das ist. Weiß nicht, das ist wie eine Torte ohne Torte, ne? Das ist irgendwie scheiße. Icewind Dale, ja. Wird bestimmt auch lustig. Gut, Reihe ist da irgendwie betrieben. Es sind nur zwei Teile, aber egal, Karl. Es wird auch sehr lang dauern, fürchte ich. Unreal-Reihe, ja, Unreal 1. Habe ich schon gespielt. Das Add-on, ja, es gab ein Add-on dafür und einen zweiten Teil noch nicht. Weil der zweite Teil ein wenig bescheiden sein soll, wie ich gehört habe. Planescape Torment, ja, also sehr hochwertiges Rollenspiel. Also, das muss man einfach gespielt haben. Wer es nicht gespielt hat, der erschießt sich jetzt bitte und spielt es danach. Nein, ich bin noch nicht fertig. Dark Project, keine Ahnung, was das war. Ich glaube, das kam von Daemon, also ignorieren wir es einfach mal. Daikana war irgend so ein Shooter, den ich mal kurz angespielt habe und schön gestorben bin. King's Bounty war, glaube ich, auch ein Strategie-Rollenspiel-Mix oder irgendwie sowas. Es sah interessant aus, das habe ich es mal draufgesetzt. Das mache ich gerne. Das sieht interessant aus, oder? Das schreibe ich mal drauf. Sinn, noch ein Shooter. Yeah. So ein etwas älteren. Sah auch ganz interessant aus. Sieht interessant aus, es reicht. Enklave. Warum nicht? Sah auch interessant aus. Aurikos versus Desert Reds, ja, das habe ich mal mit Delfino gebettelt. Er let's play das auch irgendwie irgendwann mal fertig. Nie. Habe ich auch schon mal gespielt. Schönes Spiel, wie ich finde. Deus Ex-Reihe, gut, dazu muss ich jetzt wirklich nichts sagen. Zu allem zum ersten Teil nicht. Den zweiten und dritten Teil habe ich nie gespielt. So, Alpha Centauri, ja, Sid Meier's Alpha Centauri, wer es kennt. So ähnlich wie Civilization, nur fängt es praktisch da an, wo Civilization aufhört. Sehr gut, finde ich. So, The Last Days of Gaia. Schönes rundenbasiertes Spiel. Ja, es war rundenbasiert. Ja. Egal, Karl. Fand auf jeden Fall schön, zumindest wenn man den neuesten Patch hat, der irgendwie über ein Gigabyte auf groß ist, wenn man sprach, dann bin ich nett. Vampire Masquerade Bloodlines. Gut, das sollte man kennen als Rollenspiel-Fan. Wer nicht, der geht sich jetzt erschießen und spielt's danach. Redemption soll nicht so gut sein, habe ich noch nicht gespielt. Ja, Uplink habe ich nie durchgespielt. Was unter anderem daran liegt, dass die deutsche Version leicht verbuggt ist und keine Patches mehr rauskommen. Tolle Sache. Star Wars, Knights of the Old Republic 1 und 2. Ja, beide schon mal gespielt. Der zweite Teil hätte definitiv ein paar Monate mehr Entwicklung brauchen können. Risen 1, ja, schon durchgespielt. Risen 2 weiß ich noch nicht, ob ich spiele. Shadowground Survivor. Fand ich ganz lustig, Shooter. Kann man mal so zwischendurch spielen, ne? So, Wizardry-Reihe. Das ist so ein etwas älteres Rollenspiel. Rein Dings. Mike the Magic-Reihe, vielleicht kennt es der ein oder andere. Auch schon wegen Elder teilweise. Elder Scrolls-Reihe, oh Gott. Ich mag die Spielreihe nicht, habe es aber trotzdem noch draufgesetzt. Keine Ahnung warum. Wie lange geht das Video eigentlich schon? Ich gucke mal kurz. Oh, ich habe noch Zeit. Gut. Ja, Strife ist, was ist ein Rollenspiel technisch irgendwas auf Basis der Doom Engine. Stelle ich mir lustig vor. Isha-Reihe ist eins von diesen alten Rollenspielen, wo du nicht gesagt bekommst, was du machen musst und sowieso völlig verplant in der Gegend rumläufst, in einer Pseudo-3D-Dings, ne? So, da weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, was es ist. Betrayal at Condor. Das ist auch irgendein älteres Spiel, das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, worum es da geht.
Lands of Lore, The Throne of Chaos, das ist von Westwood, das weiß ich. Das war ein Rollenspiel, technisch hat Plexi mal Let's Play, will ich auch mal eben machen. Ganz cool. Christopher Borea, boah. Ja, ich scrolle mal runter, bis ich wieder weiß, worum es geht. Die Spiele klangen interessant, habe ich es halt draufgesetzt. Die Kurik, ja, Kurik Mod. Dringend zu empfehlen, konnte ich damals aufgrund eines Fehlers, den ich auch danach wieder hatte, nicht durchspielen. Ich hoffe mal, dass es inzwischen wieder geht. Wäre schön. Nerim, eine Mod für Oblivion. Deutlich besser als Oblivion, wie ich finde. Kann man mal spielen, auch wenn die Welt immer noch zu groß ist. Was die Entwickler aber selbst sagen. Kommandos-Reihe, ja, Kommandos muss ich nicht sagen, kennt man, oder? XCOM, UFO und Jagged Aliens-Reihe, ja. Die sind drei. Noch nicht von Daemon für mich gekauft worden, ja. Von daher können wir es überspringen. Knights and Merchants habe ich auch mal mit Delfine gebettelt. Siehe das, ne? Technomage, Rückkehr der Ewigkeit, das ist ein schönes Spiel. Zwar jetzt nicht so anspruchsvoll, aber auch schön für zwischendurch. Panzer Commander, ja, wenn ich irgendwann mal eine virtuelle Betriebssystemumgebung technisch zum Laufen gebracht habe. Kai, das wird auch mal Let's Playen. Mit so lustigen Blockpanzern, ah. Damals war alles so schön blockig, 1900. Wann war das? 98? 3D-Grafik, ach nee, 96. Weiß gar nicht mehr genau, müsst ihr auf die Verpackung schauen, aber die habe ich nicht. Wunderschön blockig, göttlich, göttlich. Sunstrike 1, ja, mit Addon wahrscheinlich, wobei ich mir da nicht so sicher bin. Das ist so abartig schwer, das Addon. Ich weiß noch, dass in der zweiten und dritten Mission in der deutschen Kampagne beim Addon die Gegner eine Waffe hatten. Irgend so Schiffsgeschütze, die so stark waren, dass sie die Einheiten selbst mit Unverwundbarkeitscheat gekillt haben. Das fand ich heftig. Wargassen, keine Ahnung, was das war. Es klang gut. Mafia 1, muss ich jetzt glaube ich nicht erklären. Sehr schönes Spiel. Hat mir damals auch viel Spaß gemacht, als ich gespielt habe. Kann man wieder spielen. Army Man Air Attack. Ja, yeah, Plastiksoldaten an die Front, in den Helikopter, wie auch immer. Das habe ich auch immer gern gespielt, fand ich lustig. GoldenEye 007, eins der besten Shooter-Spiele überhaupt, meiner Meinung nach. Mal gucken, wie ich das spiele, weil da ist ja auch wieder diese GoldenEye-Musik dabei. Dabei meine ich übrigens nicht den Remake. Beziehungsweise es ist kein Remake, es ist ja ein eigenständiges Spiel. Von GoldenEye, der irgendwann den letzten rauskam, sondern ich meine die N64, das ist das N64-Spiel GoldenEye 07, was 97 rauskam. Und obwohl es nur für Konsole veröffentlicht wurde, eins der besten Shooter meiner Meinung nach, die es gibt. Allein schon wegen dem ganz frei spielbaren Scheiß und dem ganzen Scheiß, den man machen kann. Age of Empires-Reihe, ja, wurde immer wieder empfohlen, habe ich nie gespielt bisher. Wird mal Zeit. Aquanox 1 und 2, ja, die mehr oder weniger Nachfolger von Schleichfahrt, weil sie natürlich einiges an Qualität eingebüßt haben, meiner Meinung nach. Ja, hier habe ich schon wieder keine Ahnung, was das alles ist. Ich habe es mal draufgesetzt. Homeworld-Reihe. Homeworld soll gut sein, habe ich gehört. Keine Ahnung. Kultur ist die Entdeckung Finnlands. Das ist so Siedler 3 ähnlich. Nur ein bisschen anders mit Wikingern. Wikinger sind automatisch coole. Cool. X-Reihe. Den zweiten Teil hatte ich mal angespielt. Hat mich irgendwie nicht so gereizt. Ich werde es nochmal versuchen. 13 habe ich auch schon. Hat mein Bruder da mal irgendwann gekauft. Wollte ich auch mal spielen. Sieht ganz lustig aus. Starlancer und Freelancer. Das ist, kann man mehr oder weniger als Nachfolger von Starlancer bezeichnen. Die Storys passen ganz gut voneinander. Und es sind auch, wenn ich mich nicht täusche, vom selben Entwicklerstudio. Wobei Freelancer am gewissen Punkt einfach langweilig wird. Nachdem man die Hauptkampagne so durch hat, wird es meiner Meinung nach recht schnell langweilig. Aber das ist meine Meinung. Sacred 1 habe ich nie gespielt, genauso wenig wie zweiten Teil. Will ich auch mal machen. Weil es wieder so wahrscheinlich reines Schlag-mich-tot-Spiel ist, was ich überhaupt nicht mag, aber egal. Ich muss auch mal Scheißspiele spielen. Ich mache das irgendwie dauerhaft. Bioshock 1 und 2, ja, Shooter halt, ne? Kann man mal spielen. Machines, das war jetzt auf War. Das würde irgendwas von Delfin, das ignorieren wir. Towns, auch keine Ahnung. Chess Passage, keine Ahnung. Auch keine Ahnung. Have a nice day und nice 2 Kingsides.
Rennspielen. So, das Nice 2 funktioniert leider nicht, wie man schon an meinem Nice 2 Video gesehen hat, das ich irgendwann mal hochgeladen habe. Nicht auf meinem Prozessor, deswegen kann ich es leider nicht let's playen. Zu schade auch. Gran Turismo-Reihe, ja. Da muss ich mir dann meine Playstation, eine Original-Playstation auspacken und spielen. ja, genau. Ja, wir haben den zweiten Teil sogar noch da für die Playstation. Das Spiel war schon irgendwie cool. Boah. Dark Sun-Reihe, das klang auch irgendwie cool, deswegen habe ich es drauf gemacht. Ich habe schon wieder keine Ahnung, worum es überhaupt geht. Space Sheets, keine Ahnung. Das hat mir letztens einer vorgeschlagen in meinen Kommentaren, Kanalkommentare. Ich habe es mal draufgesetzt. Ich könnte noch ein wenig dauern, bis es kommt. Amiga-Projekte, ja. Colonization läuft alles normal problemlos. Außer es läuft mit Minuna wie nur je. Colonization, so ähnlich wie Civilization. Nur eigenständig und mit Amerika und einige Sachen anders. Also schon recht cool, wie ich finde. Das habe ich damals auch bis zum Erbrechen gespielt. Der Patrizia, ja, läuft leider nicht von der Festplatte. Und von Diskette ist es so eine schöne Sache, weil Disketten so unglaublich schnell sind. Leute, die mit Disketten mal gearbeitet haben, wissen, was ich meine. Aber ein sehr geiles Spiel. Na klar, ist ja auch vom deutschsprachigen Raum. Ne? So, 1869, Max Design steht drauf. Und wenn Max Design draufsteht, dann ist da ein knüppelhartes Spiel drin, was hier auch stimmt. Schöne Handelssimulation allerdings. Ach, hammer schwer. Burntime finde ich auch nicht viel leicht, ehrlich gesagt. Auch sehr unschön schwer. Übrigens auch von Max Design, Burntime. So, weiter geht's. Dune 1, ja, ist im Gegensatz zu Dune 2 kein echter Strategiespiel, sondern ein, ja, Adventure. Ja, doch, Adventure passt da, glaube ich. Habe ich auch nie durchgespielt, weil ich irgendwann finde, dass es höllenschwer wird. Darkseid, ein Horror-Adventure hier. Das fängt schon so richtig lustig an. Gibt leider Grafikfehler. Man kann den Text kaum lesen, beziehungsweise Text, also Zeile 2 ist irgendwie dann total ineinander verschoben und ich mache das jetzt total sinnlos mit meinem Mauszeiger, weil es überhaupt nicht zusammengeht. Auf jeden Fall nicht so nicht wirklich spielbar. Hero Quest habe ich nie durchgespielt. Immer wieder gespielt, aber nie durchgebracht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich damals noch ein kleines Kind war und nicht wirklich Englisch konnte und wir nur die englische Version hatten. Nicht so lustig. Hero Quest 2, ja, das ist der Nachfolger, nie gespielt. Wings, wunderschönes Spiel. Stellenweise auch ziemlich schwer. Mit Pseudo-3D-Grafik und alles wieder. Das war voll geil damals schon. Lost of the Realm, nie gespielt. Sagt mir gerade auch gar nichts. Ich schäme mich wahrscheinlich. Egal. Civilization 1. Ja gut, dazu muss ich jetzt nichts sagen. Habe ich oben schon mal was gesagt. Nicht viel, aber egal. Dreamweb. Ja. Schönes Adventure. Hat auch Plexi schon mal let's played. Ich mach Plexi voll nach. Kopieren einfach, dann kriege ich auch so viele Abos. Nein. Lotus Esprit Turbo Challenge 1, 2, 3. Rennspiel. Und wie alle alten Spiele, knüppelschwer. Und unfair ohne Ende. Also, Gummiband-KI gibt es da irgendwie. Du berührst den Wagen irgendwie. Die KI berührt dich mit dem Wagen und du kommst in Schleudern. Sehr unfair. Da würde ich sehr viel Spaß haben. Oder was heißt Gummiband-KI? So schlimm ist es nicht. Also. Aber sie ist schon recht gut, möchte ich mal sagen. Sie fährt sehr schnell und präzise. Präzise meine ich, sie fährt nie irgendwie vorbei. Also von daher schon unfair. Nebenprojekte, Eldorado 1 und 2. Von Real Toll, muss man einfach gespielt haben. Free Civilization, hey, warum nicht? Werde ich irgendwann mal so nebenbei machen. Captain America gegen die Nazi-Mutanten, Beste von Andromeda, auch von Real Toll. Wunderschön. Wunderschön. Sehr witzig. Real Toll hat es einfach drauf. Doof. Er spricht es wahrscheinlich anders aus, aber das ist mir egal. Das hat mir mal einer empfohlen. Ich habe keine Ahnung, was da geht. Frogato and Friends, Jump Run. Das wollte ich schon länger mal spielen. Werde ich vielleicht den Fair in meinen Angriff nehmen. Edel Doctor lässt sich irgendwie nicht aufnehmen, weil ich Bildfehler habe. Ich habe da irgendwie so einen Ausschnitt und der Rest ist irgendwie schwarz und teilweise Desktop noch zu sehen und nicht lustig. Nicht lustig. Aber sonst so ein ganz nettes Spiel, wie ich fand. Ja, ich habe nicht weit gespielt, weil ich es aufnehmen wollte, aber es ging nicht. Challenge, das ist keine geplant. Kurz angespielt, ja, Stair Dismount. So ähnlich wie Tuck Dismount, nur mit Treppen. The Manable, nettes kleines Open Source MMORPG. Habe ich mal mit gespielt, ja, es ist
nervt mich nur, dass du endlos Gegner totschlagen musst. Ich hasse das. Endlos Gegner totschlagen ohne was Neues. Ich hasse es. Soldat, ja. Kennt vielleicht ein oder anderes sehr lustiges Spiel, wie finde. Hab ich da? Ah nein, das wollte ich mal battlen. Hab's aber nie gemacht. Maple Story. Da hatte ich auch mal einen Charakter. Ich weiß gar nicht, habe ich das Passwort doch? Wenn die irgendwann gelöscht in dem Spiel? Wenn nicht, müsste ich meinen Charakter noch haben. Weißt du, das geht irgendwann auch nur noch so. Töte 2 Milliarden Gegner und sonst tut sie da gar nichts mehr. Ich mag sowas ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ragnarok Online, das hat mir Delfino vorgeschlagen. Also gehen wir einfach mal weiter. Nein, das ist auch ein Online-Rollspiel. Fällt mir eigentlich, ich könnte Silk World mal drauf nehmen. Silk Road, gibt es das noch? Das wollte ich mal spielen, aber irgendwie habe ich damals den Klienten mit 20 Kilobyte oder so eine Runde laden können, was irgendwie 7 Stunden Downloadzeit hatte. Und kurz bevor es fertig war, ist der Downloader dann zusammengebrochen und die sich nicht wieder aufnehmen. Da hatte ich irgendwie keine Lust mehr, das zu testen. Perfect World, keine Ahnung. Habe ich einfach mal draufgesetzt. Schön, wenn ich überhaupt nicht mehr weiß, was das überhaupt ist. Aber man kann sie wieder googeln, ja. Unfertige Spiele, Wolfenstein, ja. RealTrol arbeitet dran, das muss auf jeden Fall irgendwann let's played werden, die Vollversion. Durch bei Release, weil ich bin Abo-geil, deswegen spiele gleich nach Release. Den Kommentar muss ich mal löschen. FreeOrion, ja, das ist wie Master of Orion, nur halt Open Source und so. Ja. Bestimmt lustig, kam vor kurzem eine neue Version raus. Leider noch nicht fertig. Wildlands, ja, ein Siedler 2-Klon mit diversen Veränderungen. Sehr schön. Also ich finde, das gefällt mir wirklich. Liegt daran vielleicht, dass mir Siedler 2 auch sehr gefiel. Wahrscheinlich. Freedom, ja, nochmal auf Nightmare, wenn es fertig ist. Ich freue mich noch nicht drauf. Vegas 3, das wollte ich schon länger mal anspielen. Nein, kann ich auf diesem Laptop auch nicht spielen. Der hat für irgendwelche Minimalleistungen, aber ganz ernsthaft, das ist. Nee. Nicht so das Wahre. Sehr schönes Spiel. Hat gewisse Ähnlichkeit mit Freelancer. Summoning Wars. Gewisse Ähnlichkeit mit Diablo. Ah, wo gehe ich denn jetzt hin? Falsch, völlig falsch. Was mache ich denn jetzt? Warum wollte ich. Ich bin gleich abwesend. DCC Nightmare, das habe ich in meinem Aufnahmetest mit 2046 mal gezeigt. Schönes Spiel, also hat Potenzial, wie ich finde. Freecall, das hatte ich auch mal gezeigt. Dann bin ich fertig, da hat mich dann einer dumm gemacht. Ich kann das lassen, Basti. Ja, der hat, glaube ich, den Sinn dieses Videos nicht ganz verstanden. Egal. Hero of Holocrost, rundenbasiertes Rollenspiel, das wohl eingestellt worden ist, so wie ich das gesehen habe. Oder nicht mehr so aktiv entwickelt wird, wie auch immer. Gibt auch schon Forks davon, aber allerdings der Vorteil von Open Source. Ne? 0AD. Ach, herrliches Spiel. Soweit ich das bisher beurteilen kann. Es ist noch nicht so wirklich weit. Könnte ich auch mal ein kurz angespielt vielleicht machen. Sollte ich mal tun. Nein, Moment, Xenex hat letztens eins gemacht, dann kopiere ich ihn nur wieder. Du klaust du von anderen Spassi. Open Dungeons, das ist Dungeon Keeper Klon. Sah recht lustig aus, ist aber auch noch lange nicht fertig. Der Galactic Weiß, das war so StarCraft ähnlich, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wurde es nicht irgendwie eingestellt? Muss ich mal da gucken. Zero, was von morgen blieb, das fing mal an als irgendwie Mod für Fallout 1, 2 oder so und hat sich inzwischen zum eigenständigen Spiel entwickelt und eigenen Grafiken. Offiziell entwickeln sie wohl noch, auch wenn eher selten News kommen, Neuigkeiten kommen. Aber hey, man darf ja noch hoffen. Red Eclipse, das ist so ein ja, Online-Shooter, wie viele Open-Source-Projekte. Der hat keine wirklich Story, zum Beispiel lieber oder kurz angespielt, schätze oder so. Mal gucken. Unknown Horizons, oder wie auch immer man das anspricht, ist so ein Anno-Klon, der ganz gut spielbar ist, wie ich finde inzwischen. Doch, ja. Gibt natürlich noch ein paar Bugs, aber kann man schon spielen, wie ich finde. Die bringen, glaube ich, 2 oder 3 Mal im Jahr eine neue Version raus. Also jetzt eine stabile. Testen kann man natürlich öfters. Aber wer lädt sich schon ständig Testbuilds runter? Ich. So, Warzone 2100, Nexus Total War, ja, das ist so eine Mod für Warzone 2100, hat irgend so ein Idiot gemacht. Ich weiß gar nicht, ist irgendwie Delphi oder so, keine Ahnung. Command & Conquer Twisted Insurrection hatte ich schon mal kurz angespielt, wo mir die Grafiken so lustig gefielen, wo mir die Gebäudegrafiken vor allem fand ich deutlich besser als normal, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber da gucken wir dann mal.
Können wir mal gucken, was die Entwicklung macht. Und wir haben es tatsächlich geschafft, die Liste unten zu erreichen. Wuhu. Hat auch irgendwie, ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder so gedauert. Und ich muss das Hintergrundbild von meinem YouTube-Kanal mal editieren. Das ist immer noch dieses alte Panzerding, was man inzwischen nicht mehr sieht, weil YouTube sein Design geändert hat. Und durchsichtig nicht mehr ginge. Man geht. Man gegangen ist, war, soll sein. Aber egal, Karl. Also, wie gesagt, die 2 Wochen noch. Und dann habe ich Ferien, dann kommen wieder die 3 Hauptprojekte. Also sprich die ersten 2 Hauptprojekte und das Amiga-Projekt. Das sind dann immer die 3 Hauptprojekte, die ich dann immer, wenn ich Zeit habe, fortsetze. Und ja, mal gucken, vielleicht zocke ich es ja durch in der einen Woche. Command & Conquer kann man auf jeden Fall durchzocken, Cold Zero auf jeden Fall auch. Siedler. Oh. Oh. 2 Wochen durchzocken. Oh, nee, nee. Nee, das lassen wir lieber. Egal, Karl, das war's mit einer kleine Inforunde für den gehobenen, anspruchsvollen Zuschauer, der gerne gut informiert ist. Oder dem es einfach am Arsch vorbeigeht. Ja, wie auch immer. Ich sag hiermit auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.